Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem eingesendeten Replay von Tenshi War von Aoba. In einem Stufe 10 Stalingrad Gefecht. Gut, es sind auch ein paar Stufe 8er mit dabei. Und ein Stufe 8 Flugzeugträger. Also man hätte es mit der Stalingrad tatsächlich schlechter treffen können. Und schaut doch einmal dieses Panorama hier an. Aurora Borealis. Wunderbar. Spiegelt sich extrem in meinem glatten Meer. Ich sage, dass so plastisch ist wie ja, auch die Wellen im Normalen. Tatsächlich habe ich es mal ein bisschen nicht aktualisiert. Also die Sicht. Und ich finde die nicht beweglichen Wellen fast noch schlimmer als das glatte hier. Aber wie gesagt, das ist immer Geschmackssache. Geschmackssache. So. Ein will Fokus und Spotting. Okay, Chokako, bin ich gespannt, was das bedeutet. Wir haben hier eine Stalingrad. Einen russischen Stahlkreuzer. Einen ja, Big Cruiser zumindest so kategorisiert. Warum so kategorisiert, obwohl hier ein Kreuzersymbol ist? Erstens gibt es Big Cruiser natürlich nicht als eigenes Symbol im Spiel. Aber wir haben hier 60 Sekunden Feuerdauer. Sprich, so viel Feuer wie ein Schlachtschiff. Also die Dauer. Und ein Kreuzer hat nur 30 Sekunden. Und da bin ich jetzt gespannt. Die Stalin, also die Stalingrad mit Tenshi War hier wird natürlich lachen. Immer wenn ein Schiff Breitseite zeigt. Wir haben hier 20,4 Kilometer Reichweite. Das ist Stock-Reichweite. Sprich, wir werden hier ein Schiff haben, das nicht die 20 Sekunden Reload besitzt, sondern das Reload-Modul mit drin hat. Vielleicht haben wir auch das Glück und Tenshi War hat uns den Kapitän mitgesendet. Das wäre eine Freude. Ja, viele Leute möchten immer gerne den Kapitän mitsehen, damit sie vielleicht mal ihr Schiff auch so skillen, wenn ihnen das gefällt, was sie sehen. Und wenn euch das gefällt, was ihr seht, macht gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann bei vielen weiteren Gefechten und Infovideos. Es ist mir immer unangenehm, sowas zu sagen. Keine Ahnung, warum ich das mache. Keine Ahnung, warum ich das danach auch noch mache. Aber wir haben momentan Zeit. Es ist ein Verteidigungsgefecht. Verteidigungsgefechte entwickeln sich normalerweise ziemlich träge, weil keine Notwendigkeit besteht, nach vorne zu fahren und nimmt diese Notwendigkeit auch niemand wahr. Und auch Tenshi War sieht hier keine Notwendigkeit, nach vorne zu fahren. Dann wird man nur abgefarmt und wir haben mit der Hindenburg und der Ryushino und der Dmitri Donskoy, die was wahrscheinlich auf Reichweite gespielt wird. Und obwohl mit den 180ern ohne FAE keine gute Brandwahrscheinlichkeit und generell keine gute Granate vorhanden ist, wird trotzdem mit HE höchstwahrscheinlich auf die Stalingrad geschossen, denn die Stalingrad wird eines der am verhasstesten Schiffe sein. Ich weiß nicht, ob die Alexander Nevsky hier noch ein bisschen Spaß wegnehmen kann, weil die ist auch nicht besonders beliebt. Also nur, wenn man sie selbst fährt, ansonsten eher weniger. Oh, eine Breitseiten-Yoshino. Da geht einem doch das Herz auf. Aber Tenshi erkennt die Problematik hier. Problematik ist, er hat hier eine Mündungsgeschwindigkeit von 950 Meter pro Sekunde und eine Granate mit 375 Kilogramm. Die will nicht über den Berg auf diese Distanz. Da muss er noch ein bisschen weiter zurückrudern. Und das ist das Problem. Manchmal wird es belohnt, ein bisschen weiter hinten zu stehen, um Schiffe, die auch weit hinten stehen, bestrafen zu können. Das Problem wird aber auch die Yoshino haben, denn auch die Yoshino hat sehr hohe Mündungsgeschwindigkeit. Aber ich glaube, ein bisschen schwerere Granate. Vor allem wird die Yoshino mit Zai schießen, wenn die Möglichkeit besteht, weil 5mm, gute Pen, guter Alpha, scheiß auf Winkel, scheiß auf Entfernung. Läuft halt immer. So, und momentan sehen wir nichts. Oh, jetzt geht's. Das könnte schon die erste starke Salve sein. Ja, Penetration, darüber machen wir uns beim Russen keine Sorgen. Sigma, ja, 2,65. Da machen wir uns um die Genauigkeit auch wenig Sorgen. Also wir haben starke Probleme mit unserem RNGesus und da müssen wir einfach nochmal in die RNGesus-Kathedrale und ein Kerzlein anzünden, dann soll es wieder laufen. Mehr als zwei miese Salben mit der Stalingrad hintereinander habe ich, glaube noch nie, außer vielleicht bei meiner eigenen, aber gesehen, also noch nie gesehen. Eine, wenn man sie ganz notwendig braucht, da hält Wargaming dann gerne den Finger drauf und sagt, nope, vielleicht sehen wir das hier auch, müssen wir schauen. So, die Yoshino kommt so breitseitig um die Ecke, wie sie da reingefahren ist, das ist leidlich schlecht. Bei dieser Panzerung müssten, was hat die 25mm, die Azuma, die Yoshino hat die 30. Das ist halt nix. Da sind Pens sind vorprogrammiert, wenn sie so zeigt. Wenn der Winkel stimmt, ist eine andere Geschichte, aber das ist einfach, das ist breit. Das ist jenseits von breit und böse, könnte man sagen, wenn ich das adaptieren möchte.
Das ist einfach wild. Und die Bismarck weiß schon, warum sie so weit hinten ist, damit sie ja nicht so ergeht wie die Yoshino. Verstehe nicht, warum die so nach vorne gefahren ist, wenn sie keine Lust hat, aber wenn sie... Ja gut, es sind halt schon sechs, fast Minute fünf sind wir gerade, Minute sechs sind wir gerade. Und es liegt nicht jedem Spieler zu warten. Kann ich verstehen. Aber dann fährt man keine Yoshino. Wenn man mit einer Yoshino fährt, dann ist man das Warten gewohnt. Dann ist man Zen-Meister des Wartens, weil das Schiff hat vorne nichts zu suchen. Und Breitseite zeigend hat es halt lange nichts zu suchen. Das ist das ganze Problem. Das soll es nämlich eigentlich gewesen sein. Ja, danke schön. Tenshi War macht dem ein Ende, was eigentlich nie hätte sein sollen. Es ist einfach... Wie gesagt, es gibt Schiffe für jedermann. Und es gibt Schiffe für niemanden. Und dazwischen muss man adaptieren. Wenn ich nicht gut umgehen kann mit einer Yoshino, dann fahre ich sie nicht. Wenn ich nicht gut umgehen kann mit einer Stalingrad, fahre ich sie nicht. Eine Stalingrad hat nicht Breitseite zu zeigen. Eine Stalingrad kann, aber muss nicht an vorderster Front gespielt werden. Eine Stalingrad macht genau das, was sie soll. Sie zeilt genaue Salven aus. Und deswegen hätte da theoretisch der Reload auch noch ein bisschen höher sein können. Dafür hätte eine Alpha minimal steigen müssen, zum Beispiel. Weil eine Stalingrad macht auch eine Ohio 10k. Und das können sie jetzt theoretisch schlucken. Das sind übrigens die Torpedos der Yoshino, nicht wundern, 20 Kilometer oder je nachdem. Ja, sind doch 37, warum hast du nicht 10k gemacht? Ich glaube, Tenshi War hätte auch gerne 10k gemacht, aber naja, lief halt nicht so. Problem ist, bei Schiffen, die einen schlechten Reload haben, auf High umzuschalten, da sind immer äußerst bitter. Man muss es jetzt machen, weil die Ohio, naja, nichts zeigt. Und dann macht man halt auch so gut wie nichts an Schaden. Und die 1800 wären mit Hai wahrscheinlich 4.000-5.000 gewesen, Minimum und ein Brand. Problem allerdings bei dem langen Reload, meistens kommt man dann, wenn man nicht gut aufpasst, in die Bredouille, dass man in eine Situation kommt, wo Hai viermal besser gewesen, also mein AP viermal besser gewesen wäre, aber man halt dennoch noch Hai geladen hat. Und hier, wie gesagt, die 5.000, Hai kennt keine Entfernung, Hai kennt keinen Winkel. Da ist egal, was Penetration betrifft. Entweder trifft es auf etwas, wo sie durchkommt. Und gut ist, keine Winkelabfrage. Fertig. Und Brände sind auch möglich, wenn man nur Nichtdurchschläge hat. Tatsächlich. Durch Splash können trotzdem Brände passieren, wenn man etwas trifft, wie Hauptartillerie. Kommt man niemals durch bei den allermeisten Schiffen, also bei der DS. Granate explodiert, das Deck beginnt zu brennen. Angenehm. So, und jetzt ist es an der Zeit, hier die Seite zu gewinnen. Bedeutet, Ohio und Edinburgh fahren um die Ecke, wir laden wieder AP, weil unsere Moskwa und unsere Charles, wenn sie nicht draufgehen, die beiden Schiffe ein bisschen, naja, dahin treiben, wo sie hingehören, Richtung Cap, ein bisschen zusammentreiben wie eine Schafherde. Die Ohio fährt hinter der Insel breitseitig hervor und um die wird sich Tenshi War jetzt kümmern. Weil das sind ein, zwei Salben und dann hat man ein sehr, sehr gefährliches Schiff raus. Blöd ist, dass er jetzt aufgemacht wird durch die Shokaku, aber die hat nicht viel zu melden. Die Anti-Air ist dezent für einen Stufe 8 Träger, gefährlich. Da muss man sich nicht viel dabei denken. Der wird einen Anflug machen und dann wird er wahrscheinlich nicht wiederkommen, wenn er andere Gegner findet. Wie gesagt, hier spielt auch wieder die hohe Mündungsgeschwindigkeit negativ mit rein. Er muss ziemlich weit nach vorne fahren, muss jetzt eindrehen. Er hat zwar vorne das schützende Blech. Schade, mit dem hinteren Turm wäre es das gewesen, aber da kommt noch eine Salve an, die komplett daneben ging von der Republik. Jetzt wird es gefährlich. Da ist die andere Stalingrad. Oh ne, Hindenburg ist das. Hindenburg, was das Schussmuster betrifft. Stalingrad ist weiter rechts. Und das sollte die letzte Salve gewesen sein. Und jetzt Breitseite Thunderer. Hier bei einem Thunderer sind tatsächlich Zitadellen möglich. Wir sind bei 91.000. Wir haben uns noch nie so stark in Gefahr gebracht. Das ist halt... Ja, Stalingrad-Style. Man darf nicht zu schnell zu weit nach vorne kommen. Stalingrads werden immer gefokust. Oder sehr oft. Einfach, weil sie gefährlich sind. Und, ja, seht ihr? Zitadelle, möglich. Weil sie gefährlich sind und weil die Leute sie nicht mögen. Einerseits, weil viel, nicht viele, ja, wahrscheinlich haben sie viele jetzt. Aber einerseits, weil sie nicht alle haben. Andererseits, weil niemand eine Salve an der Stalingrad haben will. Wie gesagt, mit 2,65 Sigma... Da ist auch die Streuung von 219 Meter auf die 20,4 Kilometer nicht mehr so schlimm. Je höher das Sigma, desto näher sind die Granaten genau in der Mitte. Mit Ausreißer natürlich auf alle Seiten. Aber ich sage immer, ich habe lieber ein Schiff mit 500 horizontale, 500 Meter maximale horizontale Streuungsellipse und dafür ein 5er Sigma als ein Sigma von 1,6
und 150. Und dann sind wir von 1,5, da muss man extrem dann machen. 1,3, so, wäre dann extrem. Weil dann nützt mir nichts, wenn auf 150 Metern alles gleichmäßig verteilt wird und die horizontale Streuung ist 250. Ja, steile Gradregel, ne? Aber die vertikale Streuung ist schlimm, ist teilweise echt schlimm. Dann hat man, wie als würde man durch eine Pfeffermühle schießen. So wirkt das dann teilweise. Von oben herunter fallen sie. Nicht mal durch ein Sieb. Deswegen ist mir extreme Sigma lieber als extreme Genauigkeit bei der Streuung. Aber ich glaube, das ist dann jedem selbst überlassen. Weil, gibt es da eine Möglichkeit zu sagen, das andere ist besser? Jedem tut es sicher. Das war ein bisschen Winkel zu viel. Darin ist teilweise die Vladivostok schuld, die ihn dazu gedrängt hat, hier rauszufahren und ein bisschen geschoben hat. So ist halt schwierig. Ein paar On-Denken ist möglich. Man muss es nicht unbedingt machen. Wie gesagt, eine Stalingrad ist sehr gefährlich. Es gibt Schiffe, die könnten vorher rausgehen. Und es gibt Schiffe, die können sich eher anbieten. Zum Beispiel die Vladivostok, die steht daneben. Ist klar, warum lieber auf die Stalingrad geschossen wird. Da muss man nicht erwähnen, warum. Haben wir vorher ja quasi schon gemacht. Gefährliche Schiffe müssen immer zuerst rausgeschossen werden. Thunder zeigt mega breit, deswegen aktiviert. Er möchte mit allen schießen. Das ist auch recht und billig. Da zeigt er nicht genügend Winkel. Warum zeigt der Thunder so eine Breitseite? Es ist, hat er sich sein Schiff mal angesehen, ja, jetzt rausdrehen. Weiß nicht, ob das noch was bringt. Vielleicht schafft er es noch rechtzeitig. Ja, leider hat er es noch rechtzeitig geschafft. Wie gesagt, es ist halt... Ich bin früher viel lieber Conqueror gefahren. Früher war der Conqueror ein extrem starkes Schiff. Durch die Zitadellenanpassung sieht man ihn immer weniger. Man muss ihn jetzt wirklich hinten spielen und ich bin ihn gerne weiter vor mir gefahren. Ist jetzt halt nicht mehr möglich, weil von überall kriegst du Zitadelle. Power Proof of Stalingrad, sag ich da nur. Die hat unserem Tenchi War aber jetzt richtig gezeigt. Jetzt heißt es richtig hart einbringen. Es ist das Problem. Er ist weit vorne gewesen. Das war knapp. Das hätte schon gewesen sein können. Da kommt der zusätzliche Skill des Kapitäns. Einen extra Heal und in 13 Sekunden kriegen wir noch einen. Wenn die Stalingrad die Möglichkeit hat, eine Stalingrad rauszunehmen, dann wird die auch genutzt. Und das Problem ist, es sind 4 Schiffe. 4 Schiffe in Feuerreichweite und Möglichkeit. Und ihr seht schon, don't rush too hard. Ja, eben. Ihr seht schon. Die wollen nicht. Also die wollen die Stalingrad, aber die hinter Tenchi War, die wollen nicht nach vorne kommen. Natürlich, die Stalingrad hier, unbeliebtes Schiff, tankt den Scheiß hier. Der Rest ist auch nicht mehr so happy. Die Vladivostok. Was macht die Vladivostok? Die ist ja noch sehr gut benannt. Sieht noch sehr gut aus. Aber es ist nicht notwendig. 635 Punkte. Liebe Leute, 637 Punkte. Wir sind vorne. Wir müssen nicht nach vorne. Die Nevsky hat gesagt, sie hat 200.000 Schaden gemacht. Brutales Schiff. Ist auch noch am Leben. Einmal kurz einen Blick. Boah. Mega voll. Da haben wir extremer gelitten. Machen aber sicher auch noch die 200.000 Schaden voll. Die Frage ist jetzt. Nein, jetzt müssen wir uns mal anschauen, was Tenchi War macht. Tenchi War könnte jetzt nämlich nach rechts wegfahren und das alles gut sein lassen. 50 Sekunden hat er noch einen Heal und dann hat er noch einen. Es ist er noch 12.000 drauf. Dann hat er 26.000, ist wieder dabei. Ich glaube, Tenchi War wird hier bleiben. Würde ich so machen. Weil, wenn unsere Leute, Nevsky, Thunderer, Riedel, der sieht nicht mehr so gut aus, aber der Rest... Ja, Thunderer sieht noch gut aus, die Nevsky, die sind noch scharf auf Schaden. Da wird der Feind doch hier rübergetrieben, oder? So. Oder er fährt hier hin und schießt ihn von hier in die Seite. Das sollte theoretisch hier aber auch möglich sein. Weil wenn hier geschossen wird, müssen sie anwinkeln. Dann müssten sie eigentlich entweder so stehen, oder müssen sie halt auf jeden Fall so stehen. Und dann Vladivostok, Charles Martel und Stalingrad können hier in die Seite schießen. 90 Grad. Wie hier beim Thunder gerade bei der Stalingrad zu sehen. Deswegen wahrscheinlich entweder dreht er um, fährt so, oder er fährt auf der Karte so. Wobei umdrehen und so fahren besser ist, weil man dann einen besseren Winkel kriegt, als wenn man dahin fährt, wo schon quasi die Herde getrieben wird. Bin ich gespannt. Er kommt hier auch teilweise rüber. Er muss gar nicht so weit nach vorne fahren. Vielleicht kann die Vladivostok mal ein bisschen tanken. Und ihr seht, es ist ein wohl überlegtes Gefecht, wo sich der Spieler Zeit lässt.
Kann man davon ausgehen, dass Tenshi War ein sehr guter Spieler ist mit sehr viel Üben. Tenshi War. Einmal sage ich Tenshi War für Krieg, einmal Tenshi War für War, deutsches Wort. Lächerlich teilweise. Bitte um Verzeihung. 12k, 200.000. Erreicht. Ja, aber ihr seht schon, in welche Richtung das hier geht. Jetzt sind wir in der Lage, ein bisschen mitzufarmen. Ja, natürlich hat man nicht immer so viel Glück mit dem Matchmaking. Dass man als Vladivostok, ja, dass man als Stalingrad in eine Stufe 10 Gefecht kommt, das ist klar. Dass manche Stufe 8er noch dabei sind, die bereitwillig Breitseite zeigen, das ist schön. Dass das Stufe 10er Schiffe auch machen, dass man so viele Zitadellen schießen kann, das ist super. Und dass die Teams so gut agieren und zusammenspielen, dass man die Möglichkeit auf solche Breitseiten hat. Wie gesagt, das gibt es nicht überall, aber das sind die besonderen Perlen, die man nutzen muss, die man nutzen können muss. Ein anderer Spieler wäre schon länger in die Mitte gefahren, hätte jetzt diese Möglichkeit gar nicht mehr. Deswegen, auch wenn manche Schiffe Breitseite zeigen, gibt es meistens einen guten Grund, warum sie es machen. Vorher hat man gesehen, dass es nicht immer einen guten Grund gibt, aber hier in diesem Fall, sie werden von der anderen Seite belagert. Jetzt zeigt die Fanderer halt der Alexander Nevsky und dem anderen Fanderer Breitseite. Stalingrad zeigt uns Breitseite, um nicht der Jean Bart, dem Friedrich Großen, der Alexander Nevsky, die hier unten stehen, Breitseite zu zeigen. Und so muss man sich abwechseln. Und solange das Gegnerteam, und das ist jetzt schwierig, weil sie nur noch so wenige sind, sich nicht darauf einigt, eine Seite rauszunehmen, um eine Gefahr zu bannen, werden wir hier farmen können ohne Ende. Ja, die Hindenburg macht zum Beispiel super, die zeigt allen ein bisschen Breitseite, außer uns, aber ist das schwächste Schiff, schießen wir trotzdem raus. Zu Preago, very boring. Was schafft er? Ja, was meint er denn damit? Das ist ein Spieler. Very boring gameplay. Ich nicht. Ist egal. Ist egal. Aber ja, das Gefecht war für manche wahrscheinlich ein bisschen langweiliger. Schon wieder die Vladivostok. Aber diesmal ist weniger schlimm. Ne? Entschuldigt sich sogar Tenshi War. Naja, die Vladivostok muss halt jetzt nach vorne, weil sie keine Reichweite mehr hat. Vorher hat sie nicht so viel Bock gehabt. Das ist eine Stufe 8, nicht so weit nach vorne fährt. Das ist okay. Macht den Schaden an, das ist brutal. Das ist einfach brutal. Und da kommt der Flugzeugträger mit stark dezimierten Staffeln an. Das kann einem schon fast leid tun, muss man fast sagen. Aber so ist es halt. Das ist World of Warships. Schiffe, die besser. Schiffe, die schwächer. Spieler, die besser. Spieler, die schwächer. Karten, Teams, dasselbe sind. Manchmal trifft es dich, manchmal trifft es den anderen. Und das ist ein eigentlich überragend klarer Sieg für Team Grün, aber aus langer Hand herausgespielt. Ich bin der Meinung, man müsste diese Basisverteidigungsgefechte ein bisschen aufpeppen. Es müsste einen höheren Anreiz dafür geben, in die Mitte zu fahren. Also es müsste einen höheren Anreiz dafür geben, Spieler zu töten. Aber wie schaffen? Erfinde ich persönlich die Möglichkeit einer Cap-Eroberung weitaus erfrischend. Aber selbst das machen dann einfach viele Spieler nicht. Und campen trotzdem hinten ran. Einfach reinjolen, das endet immer schlecht. Mit Sinn und Verstand. Das ist eine andere Geschichte. Abnehmende Spieler-Performance einmal dahingestellt. Uns kommt es allen so vor, als würden die Gefechte eintöniger oder sagen wir leichter entschieden werden. Sagen wir so, also ein Stomp zum Beispiel. Und hier, ja, sind nicht viele Schiffe auf unserer Seite raus, aber es hat trotzdem lange gedauert gegenüber die gesamte über die gesamte Distanz. Kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass es naja, ein Erdrutschsieg war, wie manche bemängeln. Wargaming sieht das ein bisschen anders. Die haben vielleicht andere Daten. Vielleicht schauen sich die falschen Daten nur an. Momentan geht es noch. Wenn es schlimmer wird, und es wird jetzt ja für die Stalingrad schlimm, die ist an der Karte, entweder zeigt sie breit und das macht sie jetzt hier und geht raus. Die Frage ist nur, wem? Jetzt keinen kommen mehr. I give up.
I give up. Surrender. Ja, die wird trotzdem rausgenommen. Das ist denen ganz egal. Die sind jetzt greedy. Die sind gierig auf Schaden. Aber ist gut. Gut, dass sie aufgegeben hat. Aber das Spiel ist zu Ende. Und hier sehen wir den Kapitän von Tenshi War. Das ist der Kuznetsov. Das hat man gesehen an den Talenten. Kurz bevor er abgefackelt ist, also bei den Trefferpunkten, hat er noch einen extra Heal bekommen. Das ist praktikabel. Ich weiß tatsächlich nicht, wohin mit dem. Er ist auf jedem Schiff, ist er irgendwie geil und bringt auf jedem Schiff irgendwo was, selbst auf dem DD, der sonst keinen Heal hätte zum Beispiel. Überraschung pur, oh, fast raus, Heal rein. Super geil. Und das ist die Überlebenskillung. Ja, sieht gleich aus wie meine. Ich habe noch 2 Punkte mehr, glaube ich. Ja. Die ich in... Ah, ich habe sie anstelle... Hier habe ich sie tatsächlich in Turmdrehrate und in Adrenalinrausch. Turmdrehrate ist nicht unbedingt notwendig. Auch ich stelle mal ein kleines bisschen näher ran mit der Stalingrad. Ist nicht unbedingt gut. Aber jeder fährt sie so, wie er mag. Meine ist sicherlich nicht so erfolgreich wie die von Tenshi War. Mit 270.009 Zitadellen und mit dekadent hübsch aussehenden Flaggen für die Anzeigen von Trefferpunkten, Zitadellen etc. Genügend abgestaubt, was hier an Auszeichnungen zu holen war, mit 2918 Basic XP. Und es war tatsächlich, und das wundert mich ein bisschen, kein einziger Spieler von uns unter 500, also unter 1000 und vom Gegner unter 500 Punkten. Man sieht, es war vielleicht nicht ausgeglichen, aber es war kein Erdrutschgefecht. Gibt es natürlich zuhauf. Leider gibt es keinen ausführlichen Bericht, aber ich glaube, wir haben alles gesehen. Es gibt keine Überraschung. Es wurde zu 99% mit AP geschossen, ein-, zweimal mit High, einmal auf die Ohio. Und das war es dann auch schon. Dementsprechend ein grandioses Gefecht in einem grandiosen Schiff, das super ist, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss. Mega lästig ist zum Rausnehmen, wenn man sich gut positioniert. Und auch in den klaren Gefechten und auch wahrscheinlich in jedem Ranked eine Rolle spielen könnte, wenn es Stufe 10 ist und nicht absoluter Abfuck mit CVs ist. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.